So, weiter geht es. Let's play Final Fantasy VII Remake. Wir sind hier gerade mit komischen... wir werden gerade von einem Helikopter angegriffen. Wie man hier unschwer erkennen kann. Wir müssen ein bisschen die Schussphasen abwarten. Jetzt zum Beispiel. Au, 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 au. Okay, hab's verstanden. Jetzt vielleicht? Jetzt aber. Hier noch gucken. Er macht gar nicht so wenig Schaden mit seinen Schüssen. Und man sieht hier förmlich Projektile durch die Gegend klettern. Ja, das ist okay. So. Nee, verdammt. Das war zu früh. Oder zu spät. Eins von beiden. Aber die Schüsse kommen jetzt kürzer. Nee. Damage. Au. Ja, hab's verstanden. Keine gute Stelle zum Stehen bleiben. Boah. Da müssen wir halt eben ein bisschen flotter laufen hier. Oh, da ist ein Weg. Mobilmedaille. Ja. Ja, ich glaube. Granatwerfer. Au! Okay, alles ist gut. Zwei davon. Wir sind noch nicht so weit, um hier richtig Terror zu machen. Jetzt sind wir so weit, um richtig Terror zu machen. Einmal auf Granatwerfer B. Volle Röhre. Das war eigentlich voll daneben, das habt ihr gesehen. Wir bleiben mit Granatwerfer B. Und haben ihn im Schock. Und jetzt können Barrett und Tifa ebenfalls Terror auf Granatwerfer machen. So, den ersten haben wir. Fehlt noch der zweite. Pulver und verruhig unseren gesamten MP raus. Rams! So, Tifa kann zumindest auf Hochtouren gehen. Ja, das wollte ich haben. So, und Barrett, deine Zeit, mal richtig mit Blitz Schaden zu machen. So, Magie. Ah, gar nichts. Na gut. Dann brauchen wir einfach den Äther. Für Cloud. Oder Barrett regelt das mit dem Maschinengewehr. Auch in Ordnung. So, wir wollen zu Shinra nach oben. Und wollen Aeris befreien. Dummerweise kommt uns hier so ein komischer, hässlicher Helikopter entgegen. Gibt es hier zwei Wege nach oben? Oder sah das nur so aus? Ne, das sah nur so aus. Moment. Lebenspunkte. Gegenstände. Hier ruhig mal zwei Supertränke. Einmal für jeden. So. Los geht's. Der Weg ist noch lange nicht vorbei. Ah, guck mal, da kommt schon wieder die Verstärkung. Gut, dass ich gerade eben noch Äther geschluckt habe. Keine Zurückhaltung. Ah, toll. Magie, gucken wir uns nochmal. Okay, da kommen wir nicht hin. Dann halt eben einfach nur Feuer auf Kombatant. Was? Au! Hey, hör mal auf, mir hier so ins Gesicht zu latschen. Magie. Nee, Feuer. Bitte, auf den da. Verdammt, haben wir den ersten. Den zweiten erledigt dann Barrett vielleicht. Oder ich.
Na dann. So, sind wir soweit? Können wir weiter? Moment, wie sehen die Magiepunkte aus? Barrett und Cloud könnten echt noch welche vertragen. So, wunderbar. Weiter geht's. Oh, hey, das war jetzt absolut unnötig. Wir hätten hier ausruhen können. Sehr geil. Ah, was soll's. So, was können wir hier noch kaufen? Gucken wir mal. Megatränke, man kann nie genug davon haben. Ether, genau das gleiche. Man kann nie genug davon haben. Oh, wir haben aber auch schon wieder... Ja, Phönixfedern. Haben wir nie wirklich genutzt, aber man kann nie genug davon haben. So, kommen wir nochmal für, keine Ahnung, 10.000 Ether ein. Dann können wir, sind wir nicht mehr auf diese Plätze hier angewiesen. Und können mal ein bisschen mehr Spaß machen nebenbei. Vermutlich kommt nämlich jetzt der Hubschrauber selber runter. Ah! Das war ja knapp. Allheilmittel. Sowas braucht man immer. Cloud. Wir fangen von vorne an. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Hm. Ah. Sehr gut. Kein Gegner im Moment in Sicht. Wenigstens etwas. Aber ich glaube, der Schein trübt an dieser Stelle. Hier haben wir... Ah? Ah. Freuen wir uns auf einen Hubschrauber-Duell. Ich glaube nämlich... Oh, wait. Ah ne, ich dachte schon, dass da eine Kiste wäre. Lauft! Warum denn ausgerechnet so rum? Oh, rennt! Das sieht übel aus, Mann! Alles gut, wir schaffen das. Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden! Achtung! Okay. Gar kein Problem. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit... Wow. So, erstmal Cloud. Sehr gut. Fertigkeit, Analyse. Ich möchte wissen, was du so kannst. Wirksam. Blitz und Wind ist wirksam. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich glaube, Tiefer kann jetzt auch mal ein bisschen Magie wirken. Der Rest ist eher so... Meh. Alles klar. Aber umso besser... Dann können wir uns hier erstmal ein bisschen drunter werfen. Barrett, Maggie. Hol das Ding runter. Was wir auch machen können. Ah ne, bringt nichts. Tiefer kann jetzt. Magie, Ero, sag ich doch. Die hat auch Ero. Das ist gut. Ach komm. Wird das jetzt hier ein reiner Magiekampf? Wird das ein Battle, bei dem ich nur Magie einsetzen kann?
um das hier zu schaffen. Oh. Gar nicht gut. Besser. Es ist noch nicht vorbei. Weiß ich doch, aber gleich schon. Dafür sorge ich. So, weiter. Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit, hier ein bisschen drauf zu hacken. So, Cloud kann jetzt auch wieder Magie wirken. Fuck, Cloud schläft. Dann kann aber Tifa noch was machen. Tifa zieht weiter mit Aero. Und er macht einen Kreisel. Nice! Und er ist im Schock. Los, geh da raus, Cloud. Beweg dich. Oh, Barret. Magie. Ah, Blitzgar reicht nicht mehr aus. Aber jetzt können wir mit Cloud noch ein bisschen Action machen. Magie. Blitzgar. Das war doch noch nicht alles. Wie bitte? Was wird das jetzt? Jetzt kommt hier so ein permanenter Laser vom Boden oder was? Okay, aber hey, wir haben zumindest Beschwörung. Haben wir irgendwas, was da was bringt? Nee, irgendwie nicht, ne? Wir haben nur Feuer. Aber Tifa kann nochmal eben schnell einmal Vitra casten auf Cloud. Und wir brauchen erstmal gegen Gegenstände. Und zwar Ether. Achtet auf den Laser. Natürlich müssen wir auf den Laser achten. Au. Schluss jetzt. Aber echt mal. Limit Break. Kreuzschlag. Jetzt wird abgerechnet. Hätte ich mir wahrscheinlich echt für den Schock aufgeben sollen. Aber alles ist gut. Barret gibt sich auch nochmal einen Ether. Während Tifa schon mal anfängt, Erora zu feuern und ihn damit in Schock versetzt. Und Magie. Cloud. Blitzgar. Und tschüss. Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Jeha. Was? Verdammt! Gar nicht gut. Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Das war ja wohl mal ein absolut knappes Etwas. Aber wir scheinen schon fast am Ziel zu sein. Ist das nicht herrlich? Klar ist das herrlich. Und darum freue ich mich umso mehr.
anhalten! Was für ein freundlicher Empfang! Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung gibt einem Stärke. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Willkommen am Shinra-Hauptgebäude. Mächtig großes Etwas. Und ja, es wurde schon geschrieben, ich soll doch mal wieder meine Rüstung, oder meine Sachen aufbessern. Gebe ich natürlich völlig recht. Müsste ich echt mal tun. Aber ich finde es, wie gesagt, nach wie vor so mega interessant, hier weiterzumachen. Ich kann's nicht, aber ich mach's gleich. Ich werde 10 Minuten laufen und dann werde ich mir überlegen, wie ich das Setting hier mache. Ah, was haben wir denn hier? Haben wir nur eine Sackgasse, das ist doof. Ich denke mal, es wird nämlich hier sicherlich bald wieder so eine Art Safe-Spot kommen für uns. Obwohl, wir haben ja erst unsere Lebenspunkte und so weiter aufgefüllt bekommen, ja. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal. Hitzköpfiger als ein Bomber. Ich wollte es gerade sagen. Na, mach das nicht jetzt. Also, ganz im Ernst, Barrett, du machst die Sache nicht einfacher. Fette Leuchtstrahler. Solche würde ich auch ganz gerne für zu Hause haben. Damit brauche ich wahrscheinlich ein eigenes Kraftwerk. Ah, da drüben ist doch tatsächlich so eine Stelle, die ich gemeint habe. Turbo-Ether gibt's gratis hinterher. So, dann gucken wir mal, was wir hier kaufen können. Oh, nicht viel. Oh, ich habe schon 99 Heiltränke im Besitz. Ich kann nicht mehr davon tragen. Finde ich cool. Was haben wir hier noch? Einen ganzen Haufen Accessoires. Und einen ganzen Haufen Materie, ist natürlich klar. Okay. Dann lasst es uns jetzt mal wirklich tun. Lasst mal ein bisschen unsere Punkte verteilen. Wir beginnen am besten mit der Waffenmodifikation. So, Cloud hat die Hartklinge und noch 81 Punkte zur Verfügung. Nein, wir schauen erstmal Ausrüstung und Materia. So, Cloud, Hartklinge. Alles andere gibt zumindest bei physischer Attacke massive Mali, deswegen lassen wir das. Der Gothic Reif ist, glaube ich, ziemlich gut. Eris trägt den Mithril. Oh. Plattenschutzreif. Ah. Mecha-Reif ist noch ein Stückchen besser als der Gothic Arm-Reif. Den bekommt dann Cloud. Und hier können wir auch nochmal gucken.
kraftreif. Haben wir aktuell an. Wir haben noch die Schutzstiefel. Irgendwas, was halt eben mehr Boni gibt auf den ganzen Spaß. Minus 4 Stärke ist irgendwie doof. Dann Willenskraft ist nichts, was man den Nahkämpfern geben sollte. Diadem, maximale MP erhöhen sich um 10%. Ich glaube, das ist eher etwas, was man vielleicht mal Barret oder Aris geben könnte. Sternanhänger schützt vor Gift, das ist egal. Schützt vor Schlaf, ist auch egal. Nee. Okay, ich würde sagen, mit Cloud bin ich an dieser Stelle erstmal durch. Bei Barret können wir nochmal kurz gucken. Das bringt ziemlich nichts. Und das tut auch ganz schön weh. Wobei physische Abwehr, magische Abwehr und so weiter sieht eher danach aus, als würde... Achso, ja klar. Es ist keine Fernkampfwaffe mehr. Könnten mal gucken, ob wir hier bei dem Ding noch Waffen haben. Aber ich glaube nicht. Nee, Waffen gibt es hier nicht. Okay, ich glaube, dann bleibt Barret erstmal so. Wir könnten noch gucken, ob wir ihm hier... Ah, stopp, klar. Wir könnten noch mal gucken, ob wir hier noch ein paar mehr Mecha-Reifs bekommen. Für meine Freunde. Das wäre wiederum eine Idee. Accessoires. Nicht Accessoires. Ah, nee, das wäre hier zwischengelandet. Schade. Okay. Also auch nichts. Zumindest nichts. An Armreif für tiefer. Schauen wir mal nach Handschuhe. Mithril-Handschuhe. Die liefern zumindest ein bisschen mehr Magie, aber auch weniger Schnelligkeit. Aber koppeln auch, das ist gut. Die kriegt sie. Gothic-Armreif. Ich glaube, das wird nicht viel besser. Wir könnten ihr vielleicht sowas geben. Wie, keine Ahnung, irgendwas, was ein bisschen Speed erhöht oder sowas. Schutzstiefel gewähren während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Gemach und Stopp. Das ist etwas, das könnte Aris wirklich tiefer wirklich brauchen. Gut, dann wollen wir jetzt auf die Waffenmodifikation gehen. Erstmal auf Cloud. Die Hartklinge. Oh, da ist noch einiges dazugekommen. Längere Buffs. Wir spielen eigentlich eher wenig mit Buffs. Dann Schaden gegen zerstörbare Einzelteile plus 10%. So, was haben wir hier? Physische Attacke plus 8 plus 8. Wow. Jawohl. Moment. Bevor ich hier so voreilig loslege. Zusätzliche Materia-Slots. Wären 28 Punkte. Nein! Nein! Falsche Taste. Das mit den Materia-Slots. Ich nehme auf jeden Fall die zwei Materia-Slots. Da geht ja gar nichts dran vorbei. Oh, wait. Erhöht den Schaden von Limits. Her damit. Das ist gut. Erweiterter Materia-Slot. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich das brauche, aber ruhig freischalten. Ich habe schon wieder nur einen Materia-Slot bekommen, obwohl ich zwei freigeschaltet habe. Bescheuert. Ja. Physische Attacke auf jeden Fall stark erhöhen. Magische Attacke auch, wenn wir schon dabei sind. Und hier auch nochmal. Die drei Punkte, mit denen können wir wohl leider nichts mehr anfangen. Schade. Nagelkeule brauchen wir nicht, aber... Oh, wait. Ah, nee, wir sind hier beim Aufwerten. Ja, so doof es klingt, ne?
aber ich finde das Sturmgewehr von Barrett immer noch am besten. Für den Nahkampf konzipiert, für den Nahkampf konzipiert. Und tatsächlich ist es gar nicht so verkehrt, dass wir zumindest einen Fernkämpfer haben. Also werfen wir mal die Punkte lieber hier rein. Was ist denn das? Längere Buffs. Magische Attacke. Das ist gut. Upp, wo haben wir sie denn? Okay. So. Ach, Mann. Kriege ich es nochmal irgendwann hin, das richtig rumzuschrauben? So. Zusätzliche Materia-Slot haben wir. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Das war Blödsinn, aber egal. Können wir noch mal die MP erhöhen oder so? Moment. Der kostet 12. Ihm könnten wir noch mal eine physische Attacke hinzufügen. Finde ich ganz gut. Ach, Materia-Slot verbinden. Ich bin ja intelligent. Verbinden und hinzufügen, das sind natürlich gänzlich unterschiedliche Sachen. Hätte ich mal besser darauf achten sollen. Tatsächlich. So, und Tifa, die hat noch ganz schön viel, was sie hier verticken kann in, oder was sie hier reindrücken kann in ihre Mitri-Klaue. So. Auf jeden Fall schon mal physische Attacke plus. Das ist gut, weil sie eh nur Nahkampf macht. Magische Attacke kann sie auch nehmen, das ist in Ordnung. So, MP-Maximum erhöhen, beste. Und nochmal ein zusätzlicher Materia-Slot, kann nie schaden. So, haben wir hier noch irgendwo ein bisschen mehr Geschwindigkeit? Das wäre gut. Oh, MP-Verbrauch von Angriffsmagie, minus 20%. Her damit. Aber... keine Geschwindigkeit. Physische Attacke natürlich nochmal massiv gestärkt. Ne, wir gehen lieber hier drauf und setzen dann einfach nochmal auf zusätzliche Attacke-Punkte. Auch auf die magische natürlich. Oh, ATB-Aufladung plus 10%. Ja. Ja, Mann. Take my money. Gut. Ich glaube, damit sind wir hier zumindest erstmal ein bisschen safe. Dann können wir nochmal die Materie aus einsetzen. Whip. So, wir haben hier jetzt gerade Analyse. Wir sollten auf jeden Fall mal schauen, was wir kombinieren können. Elementaraffinität. Nee, komm. Amplifikation, Flächeneffekt für verbundene Materie. Effektstärke sinkt um 60%. Aha. Magische Verkettung, das war eigentlich ziemlich gut, weil man damit so, das fand ich gut. So, wir nehmen hier einfach mal Blut raus und Gewitter raus und Analyse. Analyse geht dann hier rein. So. Hier geht dann Blitz rein. Gewitter. Da. Und hier geht dann
Was habe ich noch rausgenommen? Analyse, Blitz und Glut hatte ich noch. Genau, Glut. Ah ne, Glut ist drin. Was fehlt denn hier denn jetzt? Luft, Gewitter, Behandeln. Klar fehlt dir noch Glut. So. Als nächstes fehlt noch Barrett. Ach, ich kann sogar alle ausrüsten. Na, das ist doch mal praktisch. So, Barrett benötigt noch... Was hat er denn jetzt schon? Toxin, Barriere, Wiederbeleben, Heilen, Frost, Gewitter und Zerstörung. Gewitter, Frost, Heilen, Wiederbeleben, Barriere, Toxin. Moment, Gewitter fehlt ihm doch, oder? Ihm fehlt doch Gewitter. Ne, Gewitter hat er nicht. Dann fehlt ihm Glut, fehlt ihm. Dann muss er natürlich noch eine Glut bekommen. Oh, wir haben keine Glut mehr. Das ist schlecht. Dann kann er vielleicht Zeit machen. Ja, Zeit wäre super, dann können wir mehr Hast machen. So, bei Tifa könnte dann einfach mal... Gucken wir mal... Hat man nicht nochmal irgendwie ATP, ATB-mäßig irgendwas? ATB-Schock. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Hm. Schrittzähler. Okay, was auch immer der Schrittzähler bringt. Effektives Blocken. Erlittener Schaden beim Blocken leicht verringert. ATB-Aufladungsboost. Sag mal, warum gebe ich das nicht einfach mal Cloud? Weil ich meine, behandeln nutzt er doch eh nie. Dann soll er doch mal lieber den ATB noch einen weiteren ATB-Boost bekommen. So, und dann kann nämlich sie behandeln nehmen. Und dann wäre das doch eigentlich ganz optimal, so würde ich sagen. Oder zumindest gut aus, einigermaßen, also ausgerüstet. Sagen wir einfach ausgerüstet. Wir sind jetzt ausgerüstet, so. Nicht gut, nicht schlecht und nichts dazwischen. So. Und an dieser Stelle gibt es für mich natürlich nochmal eine kleine Pause. Ich muss noch was machen bei Tifa. Was muss ich denn noch machen bei Tifa? Oh, gut, dass du mich da nochmal drauf hingewiesen hast. Nee, ich habe die richtigen Handschuhe an. Ha! Mithril-Handschuhe. Du. Glück gehabt. Glück gehabt. Also wie gesagt, kleine Pause für mich. Bis bald gleich demnächst.